Guten Abend, liebe Leute. Wir sind in die Hohe Feste zwischen Ja. Rochambeau. Aber Johanna hatte eine Frage. Was war die Frage wegen die Feste? Nee, ob wir noch mal kurz sprechen können über Fasten. Wie du Hittin das mit dem Fasten halten. Ja, Weil sie hat danke. ja mal gesagt, dass wir fasten dürfen. Die Frage ist, wie muss man fasten, oder wie muss man nicht fasten? Was ist die Frage? Was wollen wir uns wissen? Es gibt. Wie machen wir das mit Yom Kippur? Aha, okay, gut. Dann Folgendes. Also, erstens muss man wissen, dass Fasten, das ist eine, wie soll ich sagen, guten Abend, Hallo. Herr. Guten Abend. Fasten, das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Maßnahme sozusagen, ja. Also, wir reden über die Frage von Johanna, über die Fasten, das heißt Yom Kippur, nämlich, das ist die Frage. Also, im Torah, im ganzen Torah und die ganzen Heiligen Schriften, es steht nur eine Fast, Yom Kippur, ja. Das heißt, ein Tag von 365. Unsere Weisen geben noch fünf, also sechs. Sechs von 365, es ist ganz wenig. Und natürlich die vielen Kategorien, die Menschen das erkennen sie schon, sie sind befreien von den Fasten. Ja, also Krankende, alte Menschen, Schwangere, ja, Männer und Frauen, alle, ja. Jeder befindet sich eine Gründe, er ist befreit sich. Um zum Vergleichen, zum Beispiel im Islam, es ist bekannt, Ramadan, einen ganzen Monat fasten, ja. Okay, am Abend, abends essen die Leute, aber doch, es ist ein Monat. Ja, es ist nicht ein Tag, nicht eine Woche. Ja, und denken Sie daran, wenn es geht um die Sommermonate. Wenn es ist Winter, das ist irgendwie tragbar. Ja, die Dunkelheit ist schon um 17 Uhr. Das Leben ist relativ leicht. Aber wenn es geht um Sommer, ja, 21, 22 Uhr, jedes Tag, wow. Also, das ist eine sehr, sehr prinzipielle und gute Frage. Was halten wir davon vom Asketismus, sozusagen, ja? Andere Sprache, was halten wir davon, wenn wir uns absichtlich zum Leiden schaffen, ja? Das heißt, wie kennen Sie das, diese mittelalterliche Diskussionen? Also, es ist sehr, sehr bekannt, ja. Um gut geworden, muss man leiden. Das ist eine Idee. Also, deswegen, zum Beispiel, ja. Also, muss man fasten, muss man was im Kalten gehen, ja. Stehend und nicht sitzend und so weiter. Wir treffen viele, viele seltsame Geschichten, dass heute überhaupt verstehen ist, was es soll sein, ja. Also, jemand, der isst nur Brot und trinkt nur Wasser. Ja? Das ist Jetzt im Gefängnis. was sagen Sie? Der ist im Gefängnis. Nee, nur frei Auswahl. Die Menschen lebten frei und doch vermeiden sich für ganze weltliche Genüsse. Muss man sagen, es ist eine sehr, sehr christliche Nachdenken, aber es ist nicht nur. Es war, die Christentum hat beeinflusst auch die Judentum in diese Richtung. Ja? Also muss man noch nehmen in Rechnung, dass damals Leute hatten sehr, sehr arm gelebt. Hunderte und tausende Jahre, gar nichts, fast gar nichts hat sich verändert. Ja? Es ist nicht wie heute, dass wir leben reich und die Realität verwechselt und verbessert sich oder verschlecht, ja? Abhängig von deinem Glauben und Ansicht. Ja? Also, dass die
die unseres Lebens denken Sie über die 50er, ja, 1950er und jetzt, ja, es ist weniger von 1000 Jahren, ja, geläuft. Guten Abend. Hallo. Ja, und noch, wie hat das Leben, unseres Lebens hat verändert sich, ja? Total, oder? Deswegen dieser heutzutage Krieg, die Leute sagen, wow, es ist quasi eine Rückkehr zum was, Zweiten Weltkrieg. Ja, wir haben gedacht schon, dass Krieg schon verschwunden von der Welt, ja. Also unseres Leben hat so verändert sich. Keine große Krieg in Europa schon von Ende des Zweiten Weltkriegs und so weiter. Aber wir reden über die materielle Niveau und unsere technische Entwicklung, ja. Dass unser Leben ist unglaublich verändert sich. Und deswegen, wir verstehen nicht überhaupt, wie kann man Asket sein, oder? Was ist gut ist in diesem Asketismus? Verstehen Sie? Also die Distanz vom Armut und Asketismus ist überhaupt nicht so gleich. Das heißt, damals im Mittelalter, ein Asket sein, es war nur, es ist nicht so große, verstehen Sie, dieser große Unterschied von unserem normalen Leben. Das heißt, wenn jemand hat dort gefastet, was denken Sie, dass die Leute haben gegessen dann? Ein Euro in den Tag, vielleicht zwei. Verstehen Sie? Also wenn jemand isst und trinkt nicht, vielleicht trinken doch, es ist ein Unterschied. Aber zum Essen, die Leute haben kaum gegessen. Überhaupt, ja. Das ist unsere Probleme mit Fett, ja, und übrige Gewicht. Was ist ein neues Problem? Niemals solche Probleme, auch gesundheitlich, auch gesellschaftlich, es wurde erkannt. Ganz umgekehrt, im Gegenteil. Die Probleme waren, die Leute hatten nicht genug Essen. Die Leute haben sterben von Hunger. Ja. Also, deswegen wir befinden viele, viele Bräuche, keine Halacha, keine Pflicht. Die Bräuche im Judentum, wo die Leute haben 2 Tage der Woche gefastet. Kennen Sie? Also Montags und Donnerstag. 2 Tage der Woche, also 2 von 7. Wieder, es ist keine Pflicht, aber was will ich sagen, dass damals die Unterschied zwischen ich esse und ich esse nicht, war nicht so groß überhaupt. Wieder der meiste Unterschied ist das Trinken. Ja, doch, ohne Fasten kann man trinken. Also, deswegen, dass dieses Thema um Fasten sich für moderne Leute in unser. Guten Abend, Nelly. Ja, wir hören aber nicht sehr. Ja. Ah, guten Abend, ja, guten Abend. Entschuldigung, Alles gut, alles gut. mitten reingesprochen. Ja, es ist eine Niveau von Prophezeiung. Hört man die Stimme und sieht man nicht im Bild. Das ist genau mit. Sehr gut. Deswegen, es steht im Torah, Gott sprach zum Abraham, aber nichts mehr steht, er hat ihn gesehen. Also, Mensch Abraham, hört die Stimme in Dunkelheit, im Schwarzen. Verstehen Sie? Okay, heute jemand, ich höre die Stimmen, wir rufen psychiatrische Hilfe, ja? Also, es ist eine Personalzerstörung. Aber Spaß beiseite, ja, es ist doch eine Phänomen, Prophezeiungsniveau. Also, zurück. Also, wie uns leben heute ganz gut, muss man verstehen und bedanken dem Gott. Ja, wir konnten uns, jeder von uns, weiß nicht was, im Mittelalter geboren werden, ja, und dann denken Sie über unseres Leben damals, ja. Also,
viele von uns fasten, es ist im besten Fall sehr, sehr selten. Am schlimmsten Fall ist eine Verrücktheit. Ja? Nur wenn es geht um gesund und wir, dann ist es gut. Dann ist es gut. Also wir kennen uns und erkennen die Wichtigkeit, die Abnehmen, dem Körper, aber die seelische Bedürfnisse irgendwie verpassen und ignorieren. Das heißt, muss man ehrlich zu sagen, die Fasten, erstens und Hauptziel, es ist nicht Abnehmen. Es ist die seelische Gründe. Ja? Und deswegen, wir uns, die Juden, haben sehr, sehr wenig Fasten. Die pflichtige Fasten, nur sechs. Und dazu, nur die eine steht im Torah, Yom Kippur 24 Stunden. Die zweite, neunte, auch 24 Stunden. Und noch vier sogenannte kurze Faste vom Sonne Erscheinung bis Sonne Untergang, also am Wintersonnenaufgang kurz. Nämlich, dass diese Systeme sagt uns, dass wir uns als Judentum, als Systeme, als Juden, als Menoch, wir sind sehr, sehr optimistisch und wir sind gegen Asketismus. Punkt. Wir mögen diesen Asketismus nicht. Als Idee, als Einrichtung, als Philosophie, wir ablehnen das und stark ablehnen. Deswegen, wir haben viele Segnungen, ja, Segnungen vor Essen, Segnungen nach Essen, ja, Segnungen vor Wein, Segnungen vor dies, Segnungen für das und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, wir leben ganz voll, 100%, wir heiligen die materielle Welt, ja, und sage Danke zum Gott. Das ist inklusive alle Lebensaspekten und am erster Linie das Essen. Es natürlich gibt die Grenzen, koscher, unkoscher, darf man nicht, rein, unrein, nach Torah-Begriffe, kascher und nicht kascher nach talmudischer Sprache. Aber doch, die prinzipielle Linie. Es gibt viele, viele Dinge, um Gott preisen und danken. Und deswegen isst man und segnet man. Auf diese Gründe, jetzt verstehen wir noch stärker, was ist die Wichtigkeit von den Festen. Das heißt, umfassen ist es sehr, sehr besondere Möglichkeit, die stellen von uns. Ja? Also, wie gesagt, 99% der Zeiten, wir essen und genießen diese Welt. Und deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit diesem Fasten. Besonders für die Fasten vom Torah, der ist nur 91, Yom Kippur. Also, wie ist es bekannt, Yom Kippur kann am Schabbat ausfallen. Ja? Wenn es ist, andere Faste, zum Beispiel 9. Av, die fällt aus auf Schabbat, dann was ist passiert? Wer ist wichtiger für uns, Schabbat oder 9. Av? Was sagen Sie? Shabbat. Schabbat. Und was machen wir mit 9. Av? Annullieren, ignorieren? Wir umkehren und verschwenden den 9. Av zum 10. Av nach Schabbat. Das ist die Halacha. Also Schabbat ist das Wichtige. Am Schabbat darf man nicht fasten. Umgekehrt muss man essen und trinken und genießen und froh sein. 9. Av kommt danach am 10. Av. Gibt es dann gar keinen Schabbat, der wo gefeiert wird, auch später mal nicht? Ich habe nicht verstanden, die Frage genau gestellt. Gibt es nie einen Schabbat, wo gefastet wird?
Doch, das genau das ist Erde. Aber wenn, falls Yom Kippur fällt aus auf Schabbat, dann wäre es die richtige Schabbat und Yom Kippur. Die Antwort ist Yom Kippur. Die Antwort ist Yom Kippur. Um erklären, Yom Kippur ist es auch ein Schabbat. Schabbat, Schabbaton. Eine verdoppelte Schabbat Ah sozusagen. ja, verstehe. Okay? Aber dieser Schabbat ist der jüdische Schabbat, Yom Kippur, und kann sein fast jeden Tag in der Woche. Und wenn es ist einmal in der fällt auf Schabbat, das ist Schabbat Yom Kippur. Also an diesem Schabbat isst man und trinkt man nicht. Okay? Einfach von dieser ausnehmlichen Kreuzung und Treffen zwischen Schabbat und Yom Kippur, wir lernen, wie wichtig ist dieser Termin Yom Kippur. Okay? Also, und wenn Sie fragen mich als Rabbiner, die Bnei Noach sollen Yom Kippur halten. Weil die Bnei Noach, sie akzeptieren die ganze schriftliche Tora. Wenn es geht um Talmud und weiterständige Gesetze, dann kann man auch stellen, kann man auch nehmen, akzeptieren, keine Frage. Aber wenn will man sich befreien davon? Also noch, ich bin als Jude, darf nicht. Aber wenn es geht über die direkte Gotteswill, die steht im Torah, und passen Sie auch auf, es steht über Yom Kippur nicht über die, wenn Jude fastet nicht. Wenn die Seele, das ist die Torah-Sprache, wenn die Seele fastet nicht am Yom Kippur, dann so und so. Verstehen Sie? Er spricht über die Erde, nicht über die Juden. Wenn es geht über die Juden, nur, dann, was treffen die Frage, die Bnei Israel, die Sohn des Israel und so weiter und so fort, ja? Dann, dem Torah spricht absichtlich nur für Juden. Wenn aber es ist eine allgemeine Sprache, Adam, der Mensch, Seele, ja, Nefeshki, Tishge, eine Seele, die hat eine Sünde, geübt und so weiter und so fort, dann ist es klar von der Sprache, es gezielt über die alle Menschen. Deswegen, meiner Meinung nach, dass die Bnei Noach sind befreien von den fast anderen talmudischen Festen. Und doch pflichtet um diese nur einzelne, ein Tag der Jahr im Yom Kippur. Jetzt, es ist eine praktische Dinge. Es ist sehr, sehr schwer, fasten, wenn du arbeitest. Es fast geht nicht. Also, wenn du lebst im Israel, es ist alles gut. Es ist ein gesetzlicher Feiertag. Aber wenn wir leben im Ausland, in Deutschland und andere bürgerliche Gesellschaft, natürlich, die Kalender nimmt im Rechnen das nicht. Und deswegen, die Juden, was die Juden machen, ich kenne viele Juden in Deutschland, in den USA, die Leute sitzen mit Kalender und verteilen seine Urlaube zum diese Tage, wenn es fällt aus in die Mitte Woche. Wenn es ist wieder Rosh Hashanah, dieses Jahr, ja, letzte Tage, also am Wochenende, ja, also Rosh Hashanah ist es Freitagsabend, Samstag und Sonntag, das ist alles gut. Es kann sein, sogar muss man gar nichts von seinem Urlaub, ja, nehmen. Aber wenn es geht um Yom Kippur, es ist Mitte Woche, das heißt, es ist Sonntagabend, okay, aber Montag, dann muss man natürlich besorgen über diesen Tag. Also, ich weiß nicht, wie geht bei Ihnen persönlich mit Arbeitssituationen, aber meine Erfahrung sagt mich, kann man nicht funktionieren und fasten, sogar mit kleinem Fasten, sogar mit Fasten nur vom
Morgen bis Abend. Also, denken Sie, wie kann man das organisieren? Weil normal arbeiten und essen und trinken nicht. Ich glaube nicht. Es ist unerreichbar. Aber noch wichtiger, die Yom Kippur und jede andere Festen, sie sind nicht nur gezielte physische Taten oder mach nichts, ja, iss nicht, trink nicht. Es ist nicht nur. Ich habe gesagt, dass die Hauptziel, die Haupttitel von solchen Festen und solchen Fasten, das ist ein geistliches Ziel. Ja? Also muss man konzentrieren an diesem Tag. Und wenn du arbeitest an diesem Tag, du bist im Alltäglichen. Ja? Also deswegen, ich empfehle warum erstens über diesen geistlichen Sinn denken und irgendwie die Zeit organisieren und wem denn die Zeit zum Nachdenken, ja, zum Konzentration, zum sogar das Gebet von Yom Kippur lesen. Muss man nicht sagen, muss man das beten, ja, aber mindestens umlesen und reflektieren, was uns die Buchstaben erzählen, was ist die Geschichte, ja. Ich immer sage euch, es ist immer richtig, am jeden Tag, alltäglich, Schabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, wenn Sie probieren, die Deutung den Tag verstehen, lesen Sie die Amidah, ja, die zentrale Gebet. Lesen Sie die Amidah und was steht dort? Und von diesem Text von Amidah, Sie verstehen, was ist die Kern für diesen Tag. Für heute. Und deswegen, ich konzentriere mich am Amidah, am Rosh Hashanah, am Musaf, gibt es zwei. Ja? Und dann, ich reflektiere, über was muss man denken, stoppen, ein bisschen philosophisch ansehen. Ja? Und deswegen, ich wollte sagen, dass die Yom Kippur, wir haben gesagt, dass die Bnei Noach sind Juden, nach theologisch gläubiger Aspekt. Und das ist genau die zentralste Tag. Ich würde sagen, nicht der zentrale Tag. Zentrale Tag ist doch Schabbat. Aber wie gesagt, Yom Kippur ist ein besonderes Schabbat-Art. Natürlich, Yom Kippur gehört zu diesem Pantheon, die zentrale Tage Judentums. Ja. Die Amidah wird aber doch auch sonst oft immer gelesen in der Synagoge, ne? Ja, natürlich, keine Frage. Aber ist jetzt nicht ein spezieller Text, den man nur zu Yom Kippur liest oder so? Doch, 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 doch. Yom Kippur hat eine besondere Amidah, eine besondere Musaf. Ja, das jedes Tag, sogar Schabbat. Am Schabbat, es ist ein anderer Text von der Alltäglichkeit. Am Pesach, es ist anderes vom Schabbat und so weiter und so fort. Ja, wenn Aber es geht. Pessach und Yom Kippur sind auch nicht gleich, oder doch? Natürlich, natürlich, natürlich nicht gleich. Natürlich. Wenn es geht um Chanukka, um Rosh Chodesh, gibt es immer die Absätze, die kommen dazu. Ja, es ist alles gehört zum Amidah, die zentrale Gebet, die Hauptgebet. Nach der talmudischen Sprache, das Gebet. Das Gebet muss man nicht erklären, das ist Amidah oder Musa oder beide. Ja? Und in diesem Text, die kippt den ganzen Tag. Im Kurz. Ja? Kann man tausende Bücher lesen und kann man einfach Amidah langsam schauen. Die gleiche Effekt. Ja? Also, ich habe etwas vorbereitet von Amida, von Rosh Hashanah. Zum Beispiel, ich zeige euch, wie geht das mit Musaf für Rosh Hashanah. Am Musaf für Rosh Hashanah gibt es neun Segnen.
9. Es ist eine sehr ungewöhnliche Zahl. Normalerweise, alltäglich, wir haben 19. Ja? Es heißt 18, 19, aber es ist 19. Okay. Am Schabbat, es ist 7. 3. Am Anfang, 3 am Ende, die zentrale Schabbatinhalt, das ist der Absatz des Schabbat, das ist die 7. Das heißt, am Rosh Hashanah, in Mitte des Amida, gibt es 3. Also 3, 3, 3 insgesamt. Ne? Und diese, sie heißen, diese 3, zentrale Sekten, Malchuyot, Zichronot und Shofarot. Die königliche Erinnerungen und Shofarot, Shofar im Plural. Okay? Das sind 3 Namen. Nach Talmud, Rosh Hashanah, diese 9 Segnungen kommen vom Hanagebet. Kennen Sie Hanagebet? Das ist Buch Samuel, Kapitel 2. Ach so, von der Hanna. Die Hanna, wir lernen mal diese Geschichte. Hanna war sehr, sehr arme Frau, hatte kein Kind. Und zu verschlimmern die Situation, ihr Mann hat noch eine Frau, darf man damals so leben. Und diese Frau hatte viele Kinder und hat geschimpft, ja, diese arme Hanna. Eine Keule. Und dann die ganze Bild geht 180 Grad umgekehrt. Hanna bekommt ein Kind und nach der Talmud, die diese Pnina, die diese böse Frau, hat verliert seine eigenen Kinder. Alle begraben sie. Und dann, das ist, dann ist Kapitel 2. Wir haben dieses Kapitel am Rosh Hashanah, erster Tag, gelesen als Martyr, wenn Sie erinnern. Also, der erste Kapitel, das ist die Geschichte, die Fakten. Und die zweite Kapitel, das ist die Hanagebet. Sehr, sehr ungewöhnlicher Text, mit vielen Ideen, die nutzen wir alltäglich. Und dort, nach dem Talmud, stehen 9 Verwarnungen von Hanna. Haben Sie das getan? 9 Verwarnungen von Hanna. Wegen dieser 9 Verwarnungen, wir haben am Musaf Rosh Hashanah 9 Segen. 1, 2. Welche Verwarnungen? Wir lernen mal diese Kapitel. Zum Beispiel, Hanna redet, alle Brugge, sie sollen nicht hoch und hoch reden. Das ist eine Verwarnung. Das heißt, in diesem Text, der Kapitel 2 vom Buch Samuel, es steht 9-mal Name des Gottes. Okay. Deswegen von diesen 9 Gottesnamen, Talmud lernt, es gibt 9 Hanna-Verwarnungen. Okay. Und dann, dass es ist ein Prototyp, da das Hanna-Gebet, es ist ein Muster sozusagen für uns. Wir sind heute auch mit gleicher Form werden. Und dann Talmud sagt, dass diese 3 Segnungen, die innere 3, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, königliche Erinnerungen und Shofarot im Plural, es gibt auch 9 Verse, 9 Sätze. 3 von Torah, 3 von Schriften und 3 von Propheten. 3, 3, 3. Interessant, dass es ist nicht wie in Tanach-Ordnung, Torah, Nevi'im, Ktuvim. Es ist ein bisschen umgekehrte Ordnung. Torah, Schriften und Nirdam, am Ende Propheten. Okay, also 9 Sätze. Okay? Und dann kommt die 10. Vers, 10. Satz. Immer muss vom Torah sein. Okay? Und dann die beschließende Bitte. Was wollen wir von Gott in diesem Kontext?
Werde ein König über die ganze Welt. Was wollen wir dazu sagen? Werde dem König auf ganzem Welt, nicht nur auf uns, auf die Juden oder eben noch, auf die ganze Welt. Ja? Das heißt, die Betonung auf ganzem Welt, nicht auf uns. Wir sind doch akzeptieren deinen Königtum, der der anderen. Sogar erkennen nicht, dass es heute ist, neues Jahr oder Shana. Ja? Oder sagen, gibt es keinen Gott, oder da oder dort. Ja? Erinnerst uns zum Gut, zum nächsten Jahr. Ja? Also blast in die große Schofar. Blast in die große Schofar, ist eine Metapher, bringt eine Erlösung zum ganzen Welt, wieder zur ganzen Welt. Deswegen es ist es wieder diese Idee, ich habe schon das gesagt, dass diese hohe Feste, es ist nicht nur unsere jüdische oder noch Feste, es gehört zum ganzen Welt. Also die ganze Welt, das vielleicht tatsächlich ignoriert, das ist schon zweite Dinge. Ja? Aber tatsächlich, es ist die Zeit für die ganze Welt. Okay, und deswegen, ich komme zurück zu der Johanna-Frage. Ja, dass diese Yom Kippur, es gehört zur ganzen Welt, ist auf erster Linie geistlicher Sinn und nur Mittel zum diesen geistlichen Sinn erreichen, dass es nicht essen und nicht trinken. Wir uns konzentrieren sehr, sehr auf dem Essen und Trinken. Ja? Also die Fernsehprogramme, die Bücher, die Chefs, sie sind heute Celebrities und so weiter und so fort. Ja? Also für uns das Essen und Trinken, das ist eine sehr wichtige Tat. Ja? Jemand, der kann gut Essen vorbereiten, er ist, wow, er ist vielleicht nicht König, aber es würde keine gute Preis. Ja? Also die Restaurants und diese Welt, ja, wer hatte früher häufig im Restaurant besuchen? Denken Sie über eure Omas und diese Generation. Die Leute konnten einfach in die Läden oder überhaupt nichts im Restaurant angehen. Ja? Das heißt, wenn Sie sehen die Bilder von den manchen Restaurants, weiß nicht, vielleicht 30er, ja, die Bilder schwarz-weiß. Nach unseren Standards, die sind überhaupt keine Restaurants. Ja, es ist eine Essensräumlichkeiten, ja. Einfach, ja. Kommen und essen, also was Restaurant. Also, aber heute die Restaurants ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Es ist ein Bereich von Wirtschaft und so weiter und so fort. Wieder nur um erinnern uns, wir leben gut. Wir leben gut, wir haben Zeit, wir haben Geld. Und ich habe diese Abnehmen oder Übergewichtsprobleme. Und deswegen genau, das Yom Kippur oder der andere Tage, sie kommen und erinnern uns an andere Punkte. Ja, das muss man irgendwie denken über die andere. Wenn wir essen am Pessach, ja, Matzah. Doch eine ungewöhnliche Wort. Es ist eine Aussage. Ja, wir wollen etwas zu sagen für uns, für unsere Kinder. Wenn wir am Rosh Hashanah, haben Sie diese Symbole gegessen? Haben Sie? Granatapfel, Honig, ja, und so weiter und so fort. Gibt es auch nicht. Gibt es auch nicht. Es ist eine Aussage. Es ist eine Aussage. Wir wollen etwa zu sagen uns, wir fasten nicht, wir essen, wir genießen, aber doch, wir wollen etwa zu sagen. Erstens zu uns selbst. Gut. Und deswegen, wir wünschen uns, was eine süßige Jahr, was ein süßiges Jahr, was ein bitteres Jahr. Ja? Was Granatapfel sein
gesegnet mit viele, mit Wort und viele Gebote wie diese Granattafel, ja. Sein am mit Fisch, ja. Mit Fisch ist es zwei Segnungen, ja. Vermehren sich wie die Fische, das ist die erste. Wie ist es bekannt? Die Fische, sie haben keine, sie machen das durch Ikra, es ist biologische Verteilung, ja. Es ist nicht die Mann und Frau zusammen, wie die Menschen. Das ist eine ganz andere Welt. Und doch, wir sagen, okay, mehr sein wie Fisch. Ja. Und nicht am Ende, am Anfang sein. Ja. Also, was ist Ende, was ist Anfang, was ist Kopf, im Kopf sein, ja. In der Spitze sein, sozusagen. Ja. Warum ist es wichtig, in der Spitze sein? Ja. Und so weiter und so fort. Also, auch dieses Essen, es ist nicht nur Essen. Es ist mehr zum etwa Aussagen und weniger zum Essen. Ja? Und deswegen, wenn wir vermeiden uns von Essen, das ist natürlich noch eine stärkere Aussage, oder? Ja? Okay. Also, weiter wegen dem Yom Kippur-Bräuche, also die Zentrale, es ist nicht Essen. Muss man sagen, das Essen und Trinken, es steht unter einem Dach, Essen. Also Trinken, es ist Teil vom Essen. Die Yom Kippur, ich habe schon gesagt, es ist eine besondere Schabbatart. Deswegen alles, was gilt am Schabbat, gilt auch für Yom Kippur. Das heißt, nicht Feuer schaffen, nicht etwas Neues schaffen, Elektrizität, ja, kein Internet, kein Handy und so weiter. Ja. Aber gibt es noch berühmte fünf Yom Kippur-Verbote? Kennen Sie? Ich glaube, duschen, nee, das ist auch Nicht duschen. nicht duschen, ja. Keine Lederschuhe. Ja. In Israel fährt man kein Keine. Auto. Ja. Ich glaube auch keinen Sex. Ja, das ist die letzte. Ja, genau. Okay, es geht um noch übrige Verbote. Das heißt, übrige normale Verbote ist Schabbat. Es ist dazu fünf, es ist nur Yom Kippur. Also, es geht in diese Ordnung, fünf. Erstens, essen und trinken. Das heißt, nicht essen und nicht trinken. Das ist eins. Zweitens, nicht waschen. Nicht waschen. Also, es ist egal. Die ganze Körper. Oder nur dem Gesicht oder nur dem Hände, also nicht waschen. Das ist Auch zwei. keine Zähne putzen. Keine? Keine Zähne putzen. Ja. Und dann kommt noch die dritte. Heute benutzen die viele Parfüm. Damals, sie hatten genutzt Olivenöl. Olivenöl um die Haut verbessern, sozusagen. Also genau dass diese Tat, das heute nennen wir als Parfümerie, das ist auch verboten. Das heißt, Colognewasser, alles, ja. Für Frauen und für Männer, egal. Also kein Lipstick, gar nichts. Keine gute Geruch. Weil im Torah steht, das muss man sich kleiden. Und für viele Leute nicht duschen, nicht waschen, ohne Deodorant sein. Es ist ein gewisses Leid. Für mich zum Beispiel, für mich ist es ein gewisses Leid. In jüdischen Quellen steht am Mishnah, das war Rabban Gamliel, die Präsident, die Vorsitzende der politischen Weisen, er konnte nicht ohne duschen sich.
von diesen psychosomatischen Gründen. Okay? Nicht, dass er war eine, weiß nicht was, ein Aristokrat. Er war ein Aristokrat. Aber Aristokratie ist es ein bisschen unterschiedlicher Aspekt. Also, und dann steht der Mishnah, er hat die Zeit, das darf man duschen nicht, in Trauerzeit, einen Verlust, jemand von der Familie, und er hat sie geduscht. Und dann die Weißen fragen, wie kann das sein? Du bist unser Boss, du bist die Nummer eins. Und doch, du verbrichst die berühmte Verbot. Er sagte, ich kann nicht ohne. Er bringt einen Namen, einen alten griechischen Namen, der auch heute existiert im Hebräisch, dass ich muss mich sich duschen. Ich leide ohne. Also gibt es eine Definition für solche Leute. Aber auch für diese Leute, im Yom Kippur ist es verboten. Okay, das war Nummer 3. Die Nummer 4, das, was haben Sie gesagt, Lederschuhe. Was ist für seltene Verbot? Lederschuhe, was? Es steht im hebräischen Sprache Ledersandal. Kennen Sie das? Am Sommer in Israel kommt man mit Sandal. Also es ist nicht genau unsere Schuhe. Wir leben im kalten Europa, relativ. Ja, aber wenn wir reden über die Griechenland, Levant, ja, Israel, Lebanon, Griechenland, auch Italien, dort ist es wärmer. Und dann die Leute gehen mit Sandal. Ja, also dass diese sommerliche Schuhe, wenn es kommt Winter, dann natürlich bedeckt man den Füße mit Material, mit Stoff down dort, ja. Aber es ist doch die gleiche Schuhe. Also die wörtliche Verbot, es ist oder Lederschuhe oder neue Schuhe oder Ledergürtel. Was? Leder? Gürtel. Ah, Ledergürtel. okay. Ledergürtel ist auf Jüdisch. Okay, also was ist die Zusammenhalt für diese drei? Lederschuhe, Ledergürtel, neue Schuhe, neue Gürtel. Was würden Sie sagen, ist Zusammengrund für diese? Es ist eine neue und teure Kleidung. Das heißt, der Mensch ist stolz, sich über diese teure Dinge. Muss man verstehen, auch heute echte Leder kostet, ja, gewisse Geld. Damals noch mehr. Also, wir verkleiden uns im Yom Kippur ganz einfach. Wir nehmen Vorbild vom Kohen Gadol, der Hohepriester im Tempel in Jerusalem, der hatte wunderschöne Kleidungen, ja, mit diesen Diamanten, ja, und teure Steine. Aber dies alles gilt für Rosh Hashanah und Yom Kippur. Er hatte einfache weiße Kleidungen. Die Hohepriester, Kohen Gadol. Und deswegen auch wir uns nehmen einfache Kleidungen. Zum Beispiel, ich habe Talit Gadol, kennen Sie das, diese menschliche Gebetsschale? Ich habe dort gewisse Teile von Silber. Kechol ist Silber. Nicht Gold, es kostet sehr. Aber doch, es ist Silber. Es ist schon. Ja? Es heißt Krone. Also auf dem Kopf. Krone geht um den Kopf. Ja? Also dann es heißt Krone. Also, und diese silberne Talit, die silberne Schale, ich trage am Yom Kippur nicht. Weil sie bekleiden sich einfach. Einfache Weiß. Einfache Weiß. Wir sind alle einfache Menschen. Also ohne Silber, ohne teure und jegliche Parfüm, ohne Ledergürtel. Kennen Sie die Frauen, die gehen mit roten Gürteln da, da? Ja.
Dann sind die Frauen, die gehen mit einem Kilo von Silber hier auf dem Hals. Die Propheten erzählen solche Geschichten. Wenn Sie lesen, Michael, er sagt, dass die Tochter Zion haben mit großem Hals gegangen. Wieso? Um alle goldenen Stücke anzeigen zu anderen. Sagt der Prophet. Gibt es eine Karte? Ich habe das gelernt. Du sollst eine Goldschmied, eine Professor im Goldstückchen sein, ja? Da und dort und diese Gold und andere Gold. Ja? Also, das, dann muss man, kennen Sie das, diese Treiber in Thailand, die verkaufen die Tochter und dann ist der Preis, wie viel goldene Ring geht auf dem Hals. Deswegen, sie bringen kranke Dinge mit der eigenen Tochter, ja, das Hals soll hoch sein, wie eine Giraffe. Ja? Also, das ist genau, was wollen wir nicht sagen. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, bitte. Die Kleidung muss die weiße Farbe haben, oder ist es keine Pflicht, weiß? Es ist keine Pflicht, weiß. Es ist nur, diese Weißfarbe ist nur erzählt, dass es ist eine einfache Kleidung. Okay, ja? Es kann sein, jegliche Farbe, vielleicht nicht rot. Rot ist eine gute und aggressive Farbe, die erinnert uns um unterschiedliche Dinge. Ja, also es ist immer geht jede Farbe außer Rot. So wurde es definiert. Also muss man nicht unbedingt, okay, weiß ja, gibt seine Vorteile, weiß sein rein wie weiß, rein wie Schnee, kennen Sie? Ja. Das ist die Aussage vom Prophet. Wenn eure Sünde werden rot, ja, sie werden überfällig mit Sünde, mit Rot. Rot ist eine Farbe, die symbolisiert die Sünden. Dann ich, der Gott, ich reinige euch und alle Sünden werden verschwunden und sie werden weiß. Also die weiße Farbe hat seine Vorteile. Es erinnert uns direkt über diese Aussage, aber wieder muss man nicht. Kann man ja der andere. Wir besorgen im anderen Wort über die einfache Kleidung und nicht teure Kleidung. Wir sind reich, wir haben Leder, wir haben Gold, wir haben. Das ist genau ein bisschen stoppend, diese Idee nur vor einem Tag. Ja? Natürlich, andere Tage darf man, vielleicht muss man mit Gold gehen und da und dort, aber nicht am Yom Kippur. Also deswegen, dass dieses vierte Verbot über die Lederschuhe, es ist nur sozusagen eine Parole, ja, zum teure Kleidung, der wir sind stolz oder stolz auf uns, ja, wie sagt man auf Hebräisch, schwitzen, ja, vor anderen. Ich will zeigen, die Leute, was habe ich, ja, wir wollen, also, gegen Gott, wir müssen nicht schwitzen. Und die fünfte Verbot, es ist natürlich die sexuelle Beziehung, ja, also, das ist die fünfte, okay. Also, es ist auch nach Hebräisch Sprache ist es lustig, wenn Sie wollen lachen, ich erzähle euch. Am Hebräisch, es redet Bescheidenheit und eine geschlossene Sprache. Es ist nicht keine sexuelle Beziehung mehr. Es steht am Hebräisch, es ist keine Betnutzung, ja, so kann man übersetzen. Also Betnutzung ist eine Metapher zum Beziehung. Und dann, ich kenne viele Leute, die dachten, am Yom Kippur muss man auf dem Boden schlafen, nicht am Bett, sondern Betnutzung. Also das ist nur das Wissen, viele haben gefallen zu diesem, es ist wörtlich, es ist eine Parole, es ist eine Code. Also Betnutzung ist eine Beziehung, davon natürlich. Wer schlafen ist keine Frage. Okay? Also, dass diese fünf Verboten, die sind die übrigen Verboten, die kommen dazu zum Schabbat. Okay? Also, deswegen diese Yom Kippur, dass wir konzentrieren uns auf Inhalt.
Ja, auf innere Linken und nicht auf die äußerliche Linke. Wie viel Gold habe ich? Ja, wenn Sie kommen zum großen Synagogen bei uns in Deutschland und dann, dass Sie sehen die Frauen, die kommen, wow, in diesem Mantel, wow, in diesem Diamanten. Ja, viele, viele kommen, um sich schauen zu machen. Ja, das sehe ich jeden Schabbat. Okay. Also das ist genau die umgekehrte Yom Kippur. Und deswegen muss man einfach verkleiden sich. Weiß oder braun ist schon egal. Einfach, ganz einfach verkleiden. Deswegen kennen die Leute sogar, sie kommen sogar ohne Uhr. Weil heute Uhr kann ein Auto oder ein Haus kosten. Ja? Also auch Uhr bekommt heute zu meine manchmal nicht immer, nicht bei mir, aber für viele Leute manchmal auch ein Zeichen vom Reichtum oder sozialen Status und so weiter. Ja, also um diese Vermeidung auch, ich kenne viele Leute, die auch sogar ohne Uhr kommen zum Yom Kippur, um nicht über Stolz, ach, welche gute Uhr habe ich. Okay? Und dann, wenn sie uns essen nicht und alle anderen Dinge haben nicht, dann kann man ähnlich konzentrieren sich auf Inhalte, auf den Gebetstext. Und deswegen, jetzt verstehen Sie die Probleme, dass für einige Leute dieses einen Tag, das ist nicht genug. Und deswegen gibt es einige Leute, die doch, sie schaffen voluntärisch noch solche Halb Yom Kippur-Tage für sich selbst. Ja, also sie können noch fasten. Ja? Jeden Tag, außer Schabbat. Kann man dazu fasten, als Privatfasten. Fasten, es geht. Ja? Sie zum Beispiel gibt es, okay, das ist Fasten, es ist ohne Essen und Trinken. Gibt es eine noch interessante Fasten im Judentum? Fasten ohne Worte. Muss man schweigen den ganzen Tag. Haben Sie gehört? Jetzt haben Sie gehört. Okay, also gibt's, das heißt dann nicht die Pur, es ist eine Sprechenfasten. Das heißt, ohne Sprechen. Denn der Mensch sagt, ich nehme auf mich eine Pflicht, schweigen. Was bedeutet das? Nicht um böse Dinge reden. Wenn es zu schwer vermeiden von Lashon Hara und böse Zunge, dann überall. Ich verbiete auf mich, ganzen Tag reden. Es existiert, nur dass Sie wissen. Weder ist es seltener. Jedoch gibt es diese Tanit Dibur, die Fasten vom Reden. Teilweise, das heißt eine Stunde, das heißt Stunde von Gebet zum Beispiel. Ja? Ich rede nicht vor Gebet zum Beispiel. Oder nach Gebet. Und so weiter und so fort. Ja? Also, wie gesagt, jeder nach seinen seelischen Bedürfnissen geht. Ja? Und wenn jemand sagt, für mich eine Fasten, es ist nicht genug. Okay. Kann man mehr fasten, keine Frage. Aber als eine kollektive Verpflichtung, nein, das existiert nicht. Wir sind doch die normale, normative Menschen. Wir sind die Mehrheit. Ja? Die manche der Leute können nicht ohne Essen und Trinken existieren. Ja? Wenn du eine private Individual kannst, gut, keine Frage. Aber wie gesagt, wir gehen nach Mehrheit. Ja? Das ist eine demokratische Grund. Ich habe immer diese Idee wiederholt. Ja? Die Tora und die Gott, seine Vorstellungen für Gesellschaft, es geht nach Mehrheit, nicht nach Minderheit. Ja? Und deswegen die Chassidim, die hochstehenden Leute, sind immer Minderheit. Ja? Wenn du willst, eine beste Person der Welt sein, das ist in Ordnung.
Aber du kannst nicht das verlangen von anderen. Ja? Deswegen kann ich immer sagen, dass die Rabbiner, ich rede mich, meine Kollegen, die Rabbiner muss von sich verstrengen, unterschiedliche Gesetze, und von anderen, von der Gemeinde, verleichtern. Mhm. Das ist die Idee. Das heißt, verleichtern in anderen Dingen, um Essen, um Trinken, um kollektive Gesetze. Aber für mich, ich als Rabbiner, muss besser sein von meiner Gemeinde. Deswegen, ich darf von mich verstrengen. Diese Produkte, diese Lebensmittel esse ich nicht. Ja, ich bete mehr, ich stehe auf früher, ich gehe schlafen später und so weiter und so fort. Ja? Aber ich kann nicht dafür verlangen von anderen. Das muss man nicht vermischen. Muss man nicht vermischen, die private Niveau und kollektive. Und deswegen, das ist genau die langjährige Disput, Streit, wie sie wollen, in der israelischen Gesellschaft, wie die Torah-Gesetze verwirken, wie auf die ganze Staat Israel, auf die ganze Gesellschaft. Ja? Mhm. Gibt es die Leute, die verständigen, auch auf anderen? Und das geht nicht. Mhm. Ja? Wir reden über die Verständigen, ja? Die Statut von Frau in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ja? Zum Beispiel die klassische Frage: Wir müssen eine Stromstation reparieren. Okay? Um nicht die ganze Stadt Israel stoppen in die Mitte der Woche. Es ist immer Mitte der Woche am Schabbat. Weil die Leute fahren nicht und so. Und dann, da dürfen wir das am Schabbat schaffen oder nicht. Verstehen Sie, das ist eine Frage, die betrifft die ganze Kollektiv, die ganze Gesellschaft. Ja? Machen wir das am Schabbat oder nicht? Oder vielleicht ist es besser, stoppen Stadt Israel einen Tag in die Mitte der Woche. Das ist nur die Idee, ja? Was ich kann für mich als Einzelne schaffen, das nicht immer geht mit einem Kollektiv oder mit einem Staat. Ja? Also deswegen, Halacha, jüdisches Gesetz, immer sieht unterschiedliche Niveaus. Eine private Menschen, eine Familie, einem Staat, und einem Region, die ganze Kollektiv, die ganze Volk, die ganze Stadt, ja, so gibt es. Unten bis oben. Und deswegen, wir vielmal reden über die Gemeinden, ja, in diese Gemeinde ist es so, in andere Gemeinde ist es anders. Ja. Bei uns in Deutschland ist es Brosch so, in polnisch-jüdischen Gemeinden ist es anders. Und im Iran, jüdische Gemeinde, ist es noch anders. Verstehen Sie? Mhm. Das heißt, am Pesach, wir sind in Europa, essen Kidneyot, die kleinen Kerne nicht. Die Juden im Maghrib sind doch essen. Und die Juden im Iran noch Reis am Pesach. Also drei unterschiedliche Brüche mit drei unterschiedlichen Gemeinden. Okay. Also für sich selbst als individuell verstrengen, von anderen immer vielleicht, von den anderen Kollektiven. Okay, das war's für heute, meine Lehre, meine Damen und Herren, die Fragen. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Ja, danke. Wir müssen schauen, ob kann ich nächste Woche unterrichten, weil bei mir Fasten, es ist immer leichter von Tag nach dem Fasten. Ich immer muss widerstehen, Tag nach dem Fasten ist mir geht schwerer. Also ich garantiere nicht, wir melden uns, oder ja oder nein. Ja? Okay. Genau, okay. So. Gut. Guten Abend. Dann sage ich ja. Alles Gute. Danke. Danke. Ciao. Shalom. Laila Tov. Ah, erinnern Sie mich, ich habe die Bilder, ich muss sie schicken, ich habe schon vor Rosh Hashanah vorbereitet. Also nur die Bilder schicken, es ist alles schon da.
Können Sie uns auch die Amida für Yom Kippur auch vielleicht zuschicken? Auf Deutsch. Das ist genau um diese Masor, Tilatamcha. Okay, Genau, ich studiere das das. ist in Ich dem, studiere das das ist in dem Kanji-Moshe. schönen Buch, wo uns empfohlen hat. Genau, das ist die Wichtigste. Ja, Ich in probiere das Kanji-Moshe. Ich probiere, okay? Vielen Dank. Ja, Ja. danke. Okay. Gut, danke. Schöne Tage. Shalom. Ja. Okay, Shalom. Schön.